Und aus diesem einfachen Motiv, mit dem er sagt, dann dim, di, da, dim, seine ganz einfache Aussage, dieses Motiv wird an einer besonderen Stelle umgewandelt, aus dem Quartsprung, bam, bam, entsteht ein Septimsprung, das ist die Romantik in der Barockmusik. Und hier hört sich die Begleitung, diese harte, schlagende Begleitung auf. Bach löst es auf in ein Bogenvibrato. Vielleicht nur, um zu sehen, was ein Motiv an verschiedenem Ausdrucksgehalt bringen kann, gerade den Anfang von dieser Stelle. Dass die Bratsche eben weitaus mehr kann als nur einfaches Begleitspiel und Continuum. Herr Nocur, um zusammenzufassen, was wir getan haben und was wir jetzt noch sozusagen als Letztes vor uns haben, sozusagen die Hardenkursche Bach-Auffassung, und das haben wir durch, nicht nur durch das Musizieren, sondern in Gesprächen mit Ihnen gemerkt, basiert wirklich auf einer sozusagen auf einem menschlichen Näherkommen mit der Person Bachs. Stimmt das? Oder können Sie das besser formulieren? Ja, ich weiß nicht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es eine Hardenkursche Bach-Auffassung gibt, weil ich der Meinung bin. Kommen Sie nicht drum herum, die ist da. Ja, aber von mir aus stellt sich das ganz anders dar. Ich sehe es einfach so: die Musik bis in die Wiener Klassik hinein, also bis zu Beethoven, bis in die Mitte von Beethoven mindestens, ist aufgebaut auf Dialog, auf Gespräch. Und das ist natürlich bei Bach ganz besonders stark. Das ist nicht eine Auffassung, die wir auf das Werk draufdrücken, sondern die springt uns aus der Komposition entgegen, und die versuchen wir natürlich dem Hörer in einer möglichst natürlichen und verständlichen Weise zu vermitteln. Und das würde ich dann sagen, aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar die bachische Auffassung wäre. Wahrscheinlich kommt das der bachischen Auffassung sehr nahe, aber es ist eigentlich, ich würde sagen, es ist schon ein Aufdecken von einer, darf ich hart sagen, von einer Gruft im Grunde, denn wir alle sind also groß geworden in einer Bacherziehung, die also, ich benutze Ihr Wort, dem Nähmaschinengeratter doch sehr, sehr nahe kam. Ohne sozusagen ein großes Verständnis für die Phrasierung und auch den Mut der Phrasierung. Wir haben sehr oft hier darüber gesprochen, auch ein Solo anzulegen mit einer Freiheit, wie wir es gerade in dieser fast romantischen Stelle gehört haben. Könnten Sie sich der Ansicht anschließen, dass sozusagen auch Bach in dem Sinne ein Romantiker war? Ich teile diese Ansicht. Ich kann da mit Schumann sprechen. Es gibt überhaupt keine Musik, die nicht romantisch ist. Und das Rubato ist eine Erfindung des Barock und keineswegs eine Erfindung der Romantik. Und wenn wir hier Tempo-Freiheiten, die komponiert sind, wenn wir die verwenden, dann verwenden wir nicht einen romantischen Kunstgriff für Barockmusik, sondern wir verwenden die barocke Sprache in ihrer eigenen Zeit. Das wird nur heute sehr oft missverstanden, weil man einfach den motorischen Nähmaschinenstil, der mir so sehr verhasst ist, als Barockstil betrachtet. Und weil man sagt, je objektiver, desto richtiger. Aber eine Musik von dieser Leidenschaftlichkeit kann doch unmöglich objektiv gemeint sein. Das kann mir jedenfalls kein Mensch erzählen. Darf ich noch weitergehen? Wenn wir von einer romantischen Interpretation im besagten Sinne sprechen, so bedeutet das, wie gesagt, Mut. Mut zur Subjektivität, die ihre Wirkung nicht verfehlen wird, aber auch auf Ablehnung stoßen kann. Aber es ist noch mehr. Durch diese Art des Musizierens wird die barocke Musik auf eine Ebene der Virtuosität gehoben, die vielen von uns bisher verborgen gewesen war.
Welche Rasanz und Brillanz barocke Musik jedoch dem Spieler abverlangt, macht eigentlich nur deutlich, dass der Begriff Virtuosität nicht nur mit Chopin oder Liszt in Verbindung zu bringen ist. Diese Musik wurde damals von den besten Virtuosen der Zeit, von den größten Solisten, von den Heifetz, Milstein, Oistrachs des 18. Jahrhunderts gespielt. Und für die wurde es komponiert. Und wie, ich muss nur immer sagen, wir kommen ja sowieso nie an die heran. Ich bin überzeugt davon, dass die allerbesten Aufführungen dieser Werke von einer Virtuosität waren und von einem Glanz, wie wir ihn sehen können in der Architektur des Barocks. Da gibt es ja auch keinen, wir wundern uns auch darüber, wie man sowas bauen konnte. Und wie man so etwas Glänzendes, Perfektes und Vitales hingestellt hat. Das Klingende gegenüber dieser Architektur ist die Musik. Und das kann nur in einer Weise grandios gespielt worden sein, wie eben... Wie wir es gehört haben, würde ich sagen. Naja, hoffen wir. Na, also wir versuchen auch, also das... Jedenfalls kann man nicht sagen, die Musiker damals haben schlechter gespielt wie heute. Denn warum sollen sie schlechter gespielt haben? Sie haben dieselben Finger wie heute, sie haben dasselbe Gehirn, hatten eine viel bessere Ausbildung wie heute. Also sie haben bestimmt gleich viel geübt. Warum soll ein Musiker 1720 schlechter Geige spielen oder schlechter Gambe spielen? Musik, die in mancher Hinsicht viel schwerer ist als später komponierte Musik. Also das muss genauso gut gespielt werden, ist ganz klar. Herr Nocur, Stichwort barocker Glanz, um damit abzuschließen und auch unsere Herren Musici nicht weiter zu ermüden, denn es geht ja noch vorwärts. Ich war immerhin so weit vorbelastet oder noch in der alten Schule befangen, als ich diesen Raum zum ersten Mal betrat, um ihn sozusagen für unser Projekt hier auszusuchen, dachte ich, er ist schön und dennoch, wir sprachen mal kurz darüber, er entfaltet fast zu viel italienischen Barock. Und können Sie noch einmal darauf eingehen, diesen Unterschied, was wir mal vielleicht noch präziser zwischen katholischem und protestantischem Barock unterscheiden? Ja, ich kann dazu nur sagen, was mir jetzt so einfällt. Es gibt überhaupt nur ein italienisches Barock. Das Barock ist die Italien hat gewartet darauf, bis das Barock ausgebrochen ist. Das konnte nur in Italien entstehen. Und nur die Länder, die das Italienische verstanden haben, die sich nach dem gesehnt haben, nach diesem leidenschaftlichen und glühenden, nur die Länder haben überhaupt eine Barockmusik und auch eine Barockarchitektur entwickelt. Aber die Mutter des Barock ist und die Wiege des Barock ist Italien. Und alles, was an Bachs Musik Barock ist, ist ganz stark südlich beeinflusst und ist damit auch ganz stark katholisch. In hohem Maß. Ich finde das sehr interessante Bemerkung. Darf ich noch einen kleinen Abschluss wagen? Ist es insofern oder kann es insofern fast tragisch sein, dass er Italien nicht gesehen hat? Es blieb eigentlich seine ewige Sehnsucht. Das oder kann es sein Glück gewesen sein? Nein, ich würde sagen, die Geschichte ist, wie sie ist. Und ob er Italien gesehen hat oder nicht, er hat Italien gehört. Und das genügt. Wie ich mir Bach vorstelle, war der ganz zufrieden, um sein Haus herumzugehen. Der muss nicht weit reisen. Also. Nein, ich meine, mir fällt noch der Vergleich mit Händel ein, der also. Ja, das war ein Weltmann. Das war ein ganz anderer Typ, aber ich weiß nicht. Also, wenn ich mich in Bachs Situation versetze, ich würde nicht weiter wie 10 Kilometer in meinem Leben reisen. Und hätte genügend Reichtum nur durch die Musik, die mir immer von reisenden oder reitenden Booten gebracht wird. Na wunderbar, also davon haben wir viele Beispiele gehabt. Herr Nocur, ich danke Ihnen herzlich, meine Damen und Herren auch. Nun geht's an die Arbeit. Dankeschön. Mut zur Subjektivität, die ihre Wirkung nicht verfehlen wird, aber auch auf Ablehnung stoßen kann. Aber es ist noch mehr. Durch diese Art des Musizierens wird die barocke Musik auf eine Ebene der Virtuosität gehoben, die vielen von uns bisher verborgen gewesen war. Welche Rasanz und Brillanz barocke Musik jedoch dem Spieler abverlangt, macht eigentlich nur deutlich, dass der Begriff Virtuosität nicht nur mit Chopin oder Liszt in Verbindung zu bringen ist. Diese Musik wurde damals von den besten Virtuosen der Zeit, von den größten Solisten, von den Heifetz, Milstein, Oistrachs des 18. Jahrhunderts gespielt.
Und für die wurde es komponiert. Und wie, ich muss nur immer sagen, wir kommen ja sowieso nie an die heran. Ich bin überzeugt davon, dass die allerbesten Aufführungen dieser Werke von einer Virtuosität waren und von einem Glanz, wie wir ihn sehen können in der Architektur des Barocks. Da gibt es ja auch keinen, wir wundern uns auch darüber, wie man sowas bauen konnte. Und wie man so etwas Glänzendes, Perfektes und Vitales hingestellt hat. Das Klingende gegenüber dieser Architektur ist die Musik. Und das kann nur in einer Weise grandios gespielt worden sein, wie eben... Wie wir es gehört haben. Naja, hoffen wir. Na, also wir versuchen auch, also das... Jedenfalls kann man nicht sagen, die Musiker damals haben schlechter gespielt wie heute. Denn warum sollen sie schlechter gespielt haben? Sie haben dieselben Finger wie heute, sie haben dasselbe Gehirn, hatten eine viel bessere Ausbildung wie heute. Also sie haben bestimmt gleich viel geübt. Warum soll ein Musiker 1720 schlechter Geige spielen oder schlechter Gambe spielen? Musik, die in mancher Hinsicht viel schwerer ist als später komponierte Musik. Also das muss genauso gut gespielt werden, ist ganz klar. Renno Kurs, Stichwort barocker Glanz, um damit abzuschließen und auch unsere Herren Musiker nicht weiter zu ermüden, denn es geht ja noch vorwärts. Ich war immerhin so weit vorbelastet oder noch in der alten Schule befangen, als ich diesen Raum zum ersten Mal betrat, um ihn sozusagen für unser Projekt hier auszusuchen, dachte ich, er ist schön und dennoch, wir sprachen mal kurz darüber, entfaltet fast zu viel italienischen Barock. Und können Sie noch einmal darauf eingehen, diesen Unterschied, was wir mal vielleicht noch präziser zwischen katholischem und protestantischem Barock unterscheiden? Ja, ich kann dazu nur sagen, was mir jetzt so einfällt. Es gibt überhaupt nur ein italienisches Barock. Das Barock ist die Italien hat gewartet darauf, bis das Barock ausgebrochen ist. Das konnte nur in Italien entstehen. Und nur die Länder, die das Italienische verstanden haben, die sich nach Bam Bam, entsteht ein Septimsprung, das ist die Romantik in der Barockmusik. Und hier hört sich die Begleitung, diese harte, schlagende Begleitung auf. Bach löst es auf in ein Bogenvibrato. Vielleicht nur, um zu sehen, was ein Motiv an verschiedenen Ausdrucksgehalt bringen kann, gerade den Anfang von dieser Stelle. Dass die Bratsche eben weitaus mehr kann als nur einfaches Begleitspiel und Continuum. Herr Nocur, um zusammenzufassen, was wir getan haben und was wir jetzt noch sozusagen als letztes vor uns haben, sozusagen die Hardenkursche Bach-Auffassung, und das haben wir durch nicht nur durch das Musizieren, sondern auch in Gesprächen mit Ihnen gemerkt, basiert wirklich auf einer sozusagen auf einem menschlichen Näherkommen mit der Person Bachs, stimmt das? Oder können Sie das besser formulieren? Ja, ich weiß nicht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es eine Arnon-Kursche Bach-Auffassung gibt, weil ich der Meinung bin... kommen Sie nicht drum herum, die ist da. Ja, aber von mir aus stellt sich das ganz anders dar. Ich sehe es einfach so, die Musik bis in die Wiener Klassik hinein, also bis zu Beethoven, bis in die Mitte von Beethoven mindestens, ist aufgebaut auf Dialog, auf Gespräch. Und das ist natürlich bei Bach ganz besonders stark. Das ist nicht eine Auffassung, die wir auf das Werk draufdrücken, sondern die springt uns aus der Komposition entgegen und die versuchen wir natürlich dem Hörer in einer möglichst natürlichen und verständlichen Weise zu vermitteln. Und das würde ich dann sagen, dass, aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar die bachische Auffassung wäre. Gar nicht die, kommt das der bachischen Auffassung sehr nahe, aber es ist eigentlich, ich würde sagen, es ist schon ein Aufdecken.
von einer, darf ich hart sagen, von einer Gruft im Grunde. Denn, ja, denn wir alle sind also groß geworden in einer Bacherziehung, die also, ich benutze Ihr Wort, dem Nähmaschinengeratter doch sehr, sehr nahe kam. Auch ohne so ein großes Verständnis. Wenn wir von einer romantischen Interpretation im besagten Sinne sprechen, so bedeutet das, wie gesagt, Mut. Mut zur Subjektivität, die ihre Wirkung nicht verfehlen wird, aber auch auf Ablehnung stoßen kann. Aber es ist noch mehr. Durch diese Art des Musizierens wird die barocke Musik auf eine Ebene der Virtuosität gehoben, die vielen von uns bisher verborgen gewesen war. Welche Rasanz und Brillanz barocke Musik jedoch dem Spieler abverlangt, macht eigentlich nur deutlich, dass der Begriff Virtuosität nicht nur mit Chopin oder Liszt in Verbindung zu bringen ist. Diese Musik wurde damals von den besten Virtuosen der Zeit, von den größten Solisten, von den Heifetz, Milstein, Oistrachs des 18. Jahrhunderts gespielt. Und für die wurde es komponiert. Und wie, ich muss nur immer sagen, wir kommen ja sowieso nie an die heran. Ich bin überzeugt davon, dass die allerbesten Aufführungen dieser Werke von einer Virtuosität waren und von einem Glanz, wie wir ihn sehen können in der Architektur des Barocks. Da gibt es ja auch keinen, wir wundern uns auch darüber, wie man sowas bauen konnte. Und wie man so etwas Glänzendes, Perfektes und Vitales hingestellt hat. Das Klingende gegenüber dieser Architektur ist die Musik. Und das kann nur in einer Weise grandios gespielt worden sein, wie eben... Wie wir es gehört haben. Naja, hoffen wir. Na, also wir versuchen auch, also das... Jedenfalls kann man nicht sagen, die Musiker damals haben schlechter gespielt wie heute. Denn warum sollen sie schlechter gespielt haben? Sie haben dieselben Finger wie heute, sie haben dasselbe Gehirn, hatten eine viel bessere Ausbildung wie heute. Also sie haben bestimmt gleich viel geübt. Warum soll ein Musiker 1720 schlechter Geige spielen oder schlechter Gambe spielen? Musik, die in mancher Hinsicht viel schwerer ist als später komponierte Musik. Also das muss genauso gut gespielt werden, ist ganz klar. Herr Kurs, Stichwort barocker Glanz, um damit abzuschließen und auch unsere Herren Musizier nicht weiter zu ermüden, denn es geht ja noch vorwärts. Ich war immerhin so weit vorbelastet oder noch in der alten Schule befangen, als ich diesen Raum zum ersten Mal betrat, um ihn sozusagen für unser Projekt hier auszusuchen, dachte ich, er ist schön und dennoch, wir sprachen mal kurz darüber, entfaltet fast zu viel italienischen Barock. Und können Sie noch einmal darauf eingehen, diesen Unterschied, was wir mal vielleicht noch präziser zwischen katholischem und protestantischem Barock unterscheiden? Ja, ich kann dazu nur sagen, was mir jetzt so einfällt. Es gibt überhaupt nur ein italienisches Barock. Das Barock ist die Italien hat gewartet darauf, bis das Barock ausgebrochen ist. Das konnte nur in Italien entstehen.